Am nächsten Morgen waren die Wildgänse schon lange vor Sonnenaufgang munter. Sie brachen auf und flogen über den Herrenhof von Örwitzkloster hin, der in einem herrlichen Park lag. Merkwürdigerweise durften Nils Holgersson und der Gänserich Martin die Wildgänse auf ihrem Morgenausflug begleiten. Darüber wunderten sich die beiden, denn noch immer waren sie der Meinung, dass sie die Heimreise bald antreten mussten. Aber dann meinte der Junge, die Wildgänse wollten den Gänserich nicht auf eine so weite Reise schicken, ehe er sich nicht ordentlich satt gegessen hätte. Wie es sich aber auch verhalten mochte, der Junge war über jede weitere Stunde, die zwischen ihm und dem Wiedersehen mit seinen Eltern lag, von Herzen froh. Warum stehen sie alle nur da? Warum sagt niemand etwas? Psst! Acker von Kepner-Kaiser denkt! Warum denkt sie so langsam? Was soll ich euch noch sagen, was uns nicht allen schon längst der Wind gesagt hat? Du meinst, es ist soweit? Ja, wir brechen auf nach Lappland. Habt ihr nicht gehört, was Acker gesagt hat? Jetzt heißt es, die Schwungfedern in den richtigen Schwung zu bringen. Also auf und ab und auf und ab und auf und ab. Wozu nur all die Aufregung? Was ist denn an Lappland so besonders? Was? Das weißt du immer noch nicht. Lappland ist das Land aller Länder. Lappland ist das Land unserer Eltern. Ich denke, du bist aus Skania. Da habe ich nicht nur zufällig geboren. Meine Eltern sind aus Lappland. Du stammst von einer Wildgans ab? Na ja, möglich wär's schon. Wenn man sich meine Flugkünste betrachtet, könnte man es sich fast vorstellen. Man darf sich natürlich nicht durch meine Farbe täuschen lassen. Wenn er sich das mal nicht so einbildet. Mutter sagt immer, du bist eine gute Mastgans. Das hat deine Mutter wirklich über mich gesagt? Über mich? Sie versteht wohl nicht sehr viel von Gänsen. Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Wir brechen auch nach Lappland. Haben dir deine Eltern von Lappland erzählt? Ja, selbstverständlich. Ich weiß alles über Lappland. In Lappland gibt es Wildgänse und da werden Eier gelegt, viele Eier und Nester. Ich meine, es werden Nester gebaut für die Eier. Und die Adler sind frei. Wusstet ihr, dass die Adler frei sind? Ganz neu. Martin wollte damit sicherlich nur sagen, dass Lappland das schönste, größte, grünste, herrlichste Land aller Länder ist. In Lappland ist immer Sommer. Jedenfalls ist er immer Sommer, wenn wir da sind. Ich möchte, dass ihr euch alle ausruht, bevor wir zu dem großen Flug in den Sommer aufbrechen. Der aber. Ich. Da. Akka von Kebnekaise wünscht ausdrücklich, dass wir ausgeruht und gestärkt auf die große Reise gehen. Ach, wie kann man sich denn mit Ruhm viel stärken? Es ist wohl nicht möglich, dass da unten irgendwo ein gekochter Fisch schwimmt. Wie könnte ich es den beiden Herrschaften recht machen? Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Petersilie das nächste Mal gefällig, oder wie? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Vorhin über ein großes, vornehmes Haus mit Türmen und Mauern geflogen. Na und? Ja, denk doch mal nach, Nils. Wer ein solches Haus bauen kann, hat doch was zu essen. Ja, natürlich. Zuerst geradeaus und dann rechts und dann links und dann müssen wir es nur noch zu Fuß finden. Komm! Ja. Acker liebt es nicht, wenn man sich ohne Erlaubnis entfernt. Das weiß er doch. Er wird noch meine Reise in Gefahr bringen. Martin? Martin! Martin, wo willst du hin? Fliegst du nicht mit uns mit? Willst du uns verlassen? Das da meine ich. Das ist deine Kirche. Nein, das meine ich nicht. Das Haus, das ich meine, hatte viel mehr Türme.
Was hast du, Krümel? Da riecht was ganz köstlich, ganz wunderbar. Wo denn? Nördlich von hier. Heb mich auf. Siehst du was? Und ob ich was sehe? Oh, juhu! Lass nur nicht fallen. Ist kostbar. Ist dem Keks was passiert? Nein. Na, dann ist gut. Nun hau doch schon zu. Wie denn? Stell dich doch nicht so dumm an. Jetzt hab ich was. Vielleicht können wir es gebrauchen. Ja, beeil dich. Endlich mal etwas Gutes. Nee. Endlich mal etwas, das mir schmeckt. Hilf mir! Mein Keks. Sie wollen mir meinen Keks verknüpfen. Lauf lieber weg, Krümel, sei nicht so dumm. Ja. Schau dir das mal an, das ist ein Wichtelmännchen. Ach Unsinn, es gibt keine Wichtelmännchen, das ist irgendein Tier. Und wenn's nun doch ein Wichtelmännchen ist, was dann? Keine Ahnung. Da ist es. Ich hab's. Nein, da läuft's noch. Sie haben meinen Keks. Leise. Wenn wir es gefangen haben, was dann? Keine Ahnung. Wir verkaufen's. Nils Krümel, wo seid ihr? Nils Krümel, sag doch was. Flieg weg, Martin, flieg weg, Martin. Die Kleider wollen uns fangen. Ich verstehe euch nicht. Versteckt euch, Nils, verkriecht euch in irgendeinem Loch, verkriecht euch, versteckt euch! Was sollen wir tun? Ich verstehe nicht! Versteckt euch und überlasst den Rest mir, ich werde sie schon ablenken. Nun lauft schon und versteckt euch, überlasst alles mir, ihr wisst doch, einer hilft dem anderen. Eine fette Gans! Viel besser! Über die freut sich Mama noch mehr. Sie ist krank. Warum fliegt er denn nicht weg? Jetzt hast du sie. Mach schnell, hau schon zu. Martin, warum fliegst du denn nicht? Benutz deine Flügel. Ich weiß jetzt, warum er es nicht macht. Er will die beiden von uns ablenken. Und jetzt tut er so, als hätte er einen gebrochenen Flügel. Er wird wohl den Heldentod sterben. Armer Martin. Nun mach doch schon! Nun stell dich doch nicht so dumm an! Aua! Ich hab sie! Halt sie fest! Sie haben den Gänserich gefangen! Über die freut sich Mama noch mehr als über einen Fisch. Hoffentlich. Das kann man bei Mama nie wissen. Du kennst sie ja. Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Akka! Akka, Sie haben den weißen Gänserich gefangen! Was sagt Ingrid? Sie klingt so aufgeregt. Ich weiß nicht. Irgendwas mit der Hausgans? Schon Schwierigkeiten, bevor es losgeht. Thank you.
muss sich da nicht einmischen, Ingrid. Solange er in den Händen der Menschen ist, sind wir machtlos. Ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas zustößt. Gunnar, flieg hin und behalte die Situation im Auge. Ja, ich erwarte deinen Bericht. Ich muss mich doch sehr wundern, dass Gunnar wirklich hinfliegt, um sich um diesen dummen Gänserich zu kümmern, ist charakterlos. Er hat von Anfang an und immer wieder gesagt, dass er gegen diesen Gänserich ist. Also warum lässt er es ihn dann nicht einfach... Es ist seine Pflicht, ihm zu helfen. Schließlich ist seine Hausgans auch eine Gans. Ja, ist ja schon gut. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wo sind Sie hingegangen? Nach links oder nach rechts? Da nichts. Geht jetzt dein Licht auf? Ja, die hat Martin abgeworfen. Kannst du mich nicht tragen, Nils? Nein, das kann ich nicht. Ich kann selbst nicht mehr. Du hast vier Beine und ich nur zwei. Streng dich an. Es kommt nicht auf die Menge, es kommt auf die Länge an. Und meine sind kürzer als deine. Sie haben ihn ins Herrenhaus gebracht. Komm und hilf ihm, Däumling. Ich möchte, dass ihr hier auf mich wartet, aber seid brav und ordentlich. Ich möchte hineingehen und fragen, ob wir die alte Burg Vitzköffle besichtigen dürfen. Ja! Ich komme nicht durch. Ich glaube, es ist besser, wenn du gehst. Ein Hamster fällt nicht so auf wie ein kleiner Junge, den sie für ein Wichtelmännchen halten. Sprichst du von mir? Willst du deinen Freund Martin im Stich lassen? Möglich. Nun lauf schon. Wir müssen da rein, wenn ich nur wüsste, wie. Wir haben natürlich nicht gewusst, ob es dir recht ist. Denn eigentlich sollten wir dir ja einen Fisch fangen. Mir ist das sowas sehr recht, wie ihr das gemacht habt, Kinder. Heute kommt ein herrlicher Gansbraten auf den Tisch. Ja. Die Lösung. So winzig und hilflos, wie ich bin, bin ich gerade der Rechte, der jemandem helfen kann. Komm mal mit. Hast du was vor? Du? Da? Eine Botanisiertrommel. Na und? Hatte ich auch, als ich in der Schule war. Nein, das meine ich nicht rein. Ach so. Hol sie dir doch. Wirf rüber, hab sie. Pfui, wie böse ihr doch seid. Wie gemein ihr seid. Sie auf. Hier drüben hin. Gib sie wieder ab. Schämt euch. Ja. Ich hab sie auch nicht fangen. Sie wirft sie rüber. Dabei. Ich geh sie bestimmt zurück. Ihr seid so gemein. Wem gehört das hier? Sie gehört mir. Sie ist nämlich neu, wissen Sie? In Falle gefangen. Sie haben die Klappe zugesperrt. Wir kommen hier nie mehr im Leben raus, Nils. Nie mehr. Das Herrenhaus, vor dem ihr jetzt steht, ist ein prächtiger alter Bau, dessen Burghof auf vier Seiten von Häusern umgeben ist. Könnt ihr mir folgen? Ja. Kommt mit.
Hast du den weißen Gänserich gefunden, Gunnar? Sie haben ihn in die Schlossküche gebracht. Keine Möglichkeit zu stürmen. Wo ist das? Sag's mir. Ich komm schon rein. Du bleibst hier. Es hat keinen Sinn, wegen eines weißen Gänserichs gleich den Verstand zu verlieren. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Gänserich handelt, der noch nicht einmal eine Familie hat, auf die er stolz sein kann. Was willst du damit sagen, Gustav? Ruhe! Es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu zerstreiten, denn wir werden ihn nicht im Stich lassen. Denn sein kleiner Gefährte hat eine der unsrigen gerettet. Darf ich etwas sagen? Nein! Darf ich dabei sein, wenn du ihm die Federn ausrufst? Nur ausnahmsweise. Nein, 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 das ist nichts für Kinder. Das ist nur für Erwachsene. Geht lieber raus und spielt. Der Jens vom Nachbarhof nebenan darf es immer selbst machen. Ach, lass doch, ist doch egal. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hab's einfach nicht gern, wenn die Kinder zusehen. Man muss natürlich einen Bau wie diesen unter vielen Aspekten betrachten. Wenn ich nur daran erinnern darf, dass die ersten Menschen, die es in Schweden gab, in Felsgrotten und Erdhöhlen, in Zelten aus Tierhäuten und in Reisighütten wohnten, dann ist es umso erstaunlicher, wenn man daran denkt, dass sehr lange Zeit verging, bis sie darauf kamen, sich Häuser aus Baumstämmen zu errichten. Und wie lange sie dann später noch arbeiten und sich plagen mussten, bis sie es endlich erreichten, statt der Blockhäuser mit der einzigen Stube eine solche Burg mit 100 Zimmern wie Fitzköfle zu errichten. Ja, vor 350 Jahren, da haben sich die Reichen und Mächtigen solche Burgen gebaut. Man merkt es sehr wohl, dass Fitzköfle aus einer Zeit stammt, in der Kriege und Räuber die Landschaft umschonen unsicher gemacht haben. Ihr habt den Wassergraben gesehen, mit dem die ganze Burg umgeben ist. Früher führte eine Brücke über den Wassergraben, die hochgezogen werden konnte. Und an den Seitenmauern führten lange Wehrgänge hin und an den Ecken erhoben... Der lässt sich Zeit, aber er weiß ja auch nicht, dass ein kleiner Junge in einer Botanisiertrommel wartet. Ich hatte früher mal in der Schule einen Lehrer, der war noch langsamer. Was, noch langsamer? Eure Aufmerksamkeit lässt nach. Der Erbauer dieser Burg war ein Mann namens Jens Brahe, der keine Mühe gescheut hatte, sie zu einem prächtigen und reich geschmückten Haus zu machen. Fragen? Ja? War das der Mann, der Glimminge gebaut hat? Eine gute Frage. Aber Glimminge ist ein Menschenalter früher gebaut worden. Und zwar. Maria muss das Mädchen sein, dem die Botanisiertrommel gehört. Sieht so aus, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir ihr vertrauen können. Woher weißt du? Ihre Stimme klingt nett. Vielleicht hält sie den Mund, wenn sie uns zu Gesicht bekommt. Aber sie ist ein Mädchen und Mädchen schreien immer. Dieses vielleicht nicht. Maria, mach die Botanisiertrommel auf und hab keine Angst und nicht schreien, bitte. Ein Wichtelmännchen! Da läuft ein Hamster. Fatih, ich höre die Wichtelmännchen! Wenn wir danach zu den Schlössern kommen, die aus einer anderen Zeit stammen, als du. Ja! Wie wollt ihr denn eure Aufgabe schreiben, wenn ihr meinem Vortrag nicht zuhört? Ich glaube, jetzt geht's ums Leben, Kühl. Gut aufheben. Immer weiterlaufen. Ja. Pass auf, dass du nicht unter die Füße kommst. Ja, tu es, lauf, Kühl. Ja. Ja, bloß nicht stehen. Wirst du wohl hierbleiben? Also das habe ich schon mal gesehen. Kommst du hier? Was ist denn das für eine merkwürdige Gans? Die kleine Staubwolke. Noch nie erlebt. Was bist du nur für eine Gans? Komm, komm zur Köchin. Das hast du dir wohl gedacht. Das ist der Rittersaal.
irgendwie unheimlich. Warum schreit sie? Vielleicht ist er da drüben hingelaufen. Nein, da lang. Er ist schon längst draußen. Was? Du konntest natürlich den Mund nicht halten, Nils. Au, 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 tut das weh. Au. Ja, wie bin ich in der Küche? Hörst du auch, was ich höre? Das ist Martins Stimme. Nils, komm und hilf mir. Das klingt aber nicht so, als würde es ihm gut gehen. Mach, dass ihr rauskommt. Was habt ihr hier zu suchen? Unterstellt euch hier herumzulaufen wie die Wilden. Ihr bringt mir alles durcheinander. Was fällt euch denn ein? Martin! Na sowas, auch das noch. Das gibt's nicht. Na sowas, das gibt's nicht. Gib mir deine Hand, Nils. Das Fenster ist der einzige Weg, Martin. Das ist viel zu schwer für mich. Durch sowas bin ich noch nie geflogen. Ganz egal, versuch es. Er ist tüchtiger, als wir gedacht hatten. Und dann ging es hinauf in die Lüfte und ganz Fitzköpfle starrte ihnen nach. Der Junge dachte, dass dies wohl das größte Abenteuer gewesen sei, das er auf seiner Reise mit den Wildgänsen zu bestehen hätte. Aber es sollte erst der Anfang sein. Glücklich schaute er hinunter auf das große, gewürfelte Tuch. Nun erkannte er die hellgrünen Vierecke, das waren die Roggenfelder, die im vorigen Herbst bestellt worden waren und sich unter dem Schnee grün erhalten hatten. Die gelbgrauen Vierecke waren die Stoppelfelder, wo im vorigen Sommer der Weizen gewachsen war. Die bräunlichen waren alte Kleeecke und die schwarzen frisch gepflügtes Ackerland. Die braunen Vierecke mit einem gelben Rand waren sicherlich die Buchenwälder, denn da sind die großen Bäume, die mitten im Walde wachsen, im Winter entlaubt, während die jungen Buchen am Waldessaum ihre vergilbten Blätter bis zum Frühjahr behalten. Der Junge musste unwillkürlich lachen, als er sah, wie gewürfelt das alles aussah. Doch von all dem wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen.